to Quick, die dritte. Schönen guten Tag und hallo. Wir sind heute wieder bei Dina Stricker zu Hause und nachdem wir die letzten beiden Wochen was Herzhaftes hatten, habe ich mir letzte Woche was Süßes gewünscht und ich weiß schon, was es gibt, Dina. Wir werden es gleich den Leuten erzählen. Es gibt Vanillemus mit Erdbeeren. Ich freue mich so drauf. Ist es nicht schön? Es ist so schön. Und wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren, denn es ist wirklich ein quickes Rezept. Keto Quick ist das Buch von Dina Stricker. Ketogene Rezepte in 20 Minuten, also damit habt ihr keine Ausrede mehr, das nicht mal zu probieren. Bei uns im Hillshop könnt ihr das Buch versandkostenfrei und auf Rechnung erwerben. Und wir werfen direkt mal einen Blick auf die sehr dezente Rezeptliste. Sehr überschaubar, das ist auch ein großes Anliegen in dem Buch Keto Quick, dass wir keine langen oder komplizierten Zutatenlisten haben, sondern wirklich Dinge, die man in jedem Supermarkt bekommen kann. Wir haben hier Erdbeeren, unglaublich aber wahr, normalerweise erst so ab Mai oder so, aber ich habe welche bekommen. Ob die schmecken, wir werden es gleich erfahren. Um euch das Rezept zu zeigen, sehr schön, dass wir die hier haben. Zusätzlich kommt in das Rezept Eiweiß. Da habe ich schon mal ein Ei getrennt, da findet ihr das Eiweiß hier drin. Das Eigelb könnt ihr aufheben und einfach am nächsten Tag ins Rührei schmeißen oder eine Carbonara damit machen, zum Beispiel. Rezept findet ihr in Keto Rockt. Ne? Keto Rockt, das gibt es auch im Bildverlagshop. Direkt kaufen, Leute. Kaufen, kaufen, kaufen. Das ist ja unglaublich. Oh, amazing. Mein Gott. Amazing. So. Ja, pass auf. So, und ne, das heißt, wir haben auch nicht irgendwie was, was umkommt. Dann haben wir natürlich bei einer Mousse Sahne. Schöne Schlagsahne hier, 32% Fett, schön ketogen. Und dann haben wir für die Süße, so Tasty Drops heißen die. Das sind Vanilletropfen oder mit Vanillegeschmack, bestehend aus Sucralose. Das ist quasi ein Zuckerersatz. Der hat keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, ist kalorienfrei und schont die Zahngesundheit. Das, quasi, das hatten wir schon letztes Jahr bei Keto Rock. Ne? Also das ist genau. Quasi wirklich, das ist wirklich intensives Aroma, sehr intensiv. Muss man wirklich sagen. Also wir haben gleich ja eine gewisse Zahl an Tropfen, die wir benutzen und da solltet ihr besser nicht drüber kommen, weil es ist wirklich sehr intensiv. Genau. Aber wir hatten das auch letztes Jahr schon. Ich finde, das ist eine sehr, und wir haben vorhin im Off schon ein bisschen über Zuckerersatzprodukte gesprochen und dass wir jetzt nicht so die großen Fans von Stevia und Zucker und wie das alles heißt. Aber genau. Das finde ich wirklich, die sind cool und deswegen freue ich mich auf diese Mousse jetzt auch. Ja, also nicht nur deswegen, sondern weil die Mousse richtig gut wird, glaube ich. Also es gibt halt noch andere Geschmacksrichtungen. Ich habe zum Beispiel auch weiße Schokolade, würde hierzu zum Beispiel auch sehr, sehr gut passen. Also da kann man sich auch austoben, wenn man möchte. Und es gibt auch Erdbeer und so. Also da kann man ein bisschen experimentieren, worauf man Bock hat. Aber da wir nun mal einen Vanillemousse haben, wollen wir Vanille nehmen. So ist es. Ne? Zusätzlich nehmen wir noch Pistazien. Ich habe die hier schon mal so ein bisschen klein gehackt. 15 Gramm sind das. Und ich nehme eigentlich sehr gerne die gesalzenen, weil dieses süß-salzige ist eigentlich ein sehr geiler Geschmack. Gab es aber jetzt die Tage leider nicht, deswegen haben wir gerade die ungesalzenen, aber das tut dem Rezept keinen Abbruch. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, einfach die gesalzenen nehmen. Hat nochmal so einen kleinen, nicen, pikanten Touch dann. Finde ich irgendwie ganz geil. Wie gesagt, die gibt es in jedem Discounter oder auch in allen Supermärkten. Schon fertig, ausgepult, man muss also nicht mehr die Schale abpulen, kann man machen, wenn man da Bock drauf hat. Pistazien sind auch von, was die ketogene Ernährung angeht, nicht die allerbeste der Nüsse, die man essen kann für Keto, deswegen ist es hier sehr wohl dosiert. Also ich liebe Pistazien sehr, man muss einfach nur gucken, dass man nicht so große Mengen davon isst. Und jetzt haltet euch fest zu Hause, weil dieses Rezept geht brutal schnell und wir legen los. Muss ich jetzt auf Akkord schnippeln? Das kann ich gar nicht. Nicht auf Akkord. Aber ich fühle mich hier gerade so ein bisschen... Im normalen Tempo, weißt du, aber trotzdem, das ist so schnell. Mm. Under pressure. Nee, also in den letzten Wochen haben wir euch ja einmal das Grilled Cheese Sandwich gezeigt, vor zwei Wochen. Das war schon ein richtig genialer Einstieg. Frühstück, Snack für zwischendurch oder Hauptgericht. Letzte Woche dann die Hotdog-Pfanne, die auch sehr gut angekommen ist bei euch. Vielen Dank dafür. Bei euch auch. Feedback. Ja, ist auch, das stimmt. Also wirklich extrem gut angekommen. Und heute dann nochmal das süße Finale. Und alle weiteren Rezepte könnt ihr dann natürlich immer
bei Dina Stricker lesen, und zwar in Keto Quick oder Keto Rockt und natürlich auch bei ihr bei Instagram sehen. Denn sie hat ja zwei Kanäle mittlerweile. Mhm. Die Stricker. Stricker. Wenn ihr ihr persönlich folgen wollt oder natürlich auch Keto Rockt. Da werden immer mal wieder so ein paar Rezeptpostings gemacht. Es wird ein bisschen was vorgestellt aus dem Buch. Und ich weiß, Dina plant noch ganz viele weitere Sachen für dieses Jahr. Also da auf jeden Fall mal einen fetten Follow da lassen und natürlich auf den Hehl Verlag Social Media Accounts. Auch wenn ihr jetzt gerade hier bei YouTube schaut, direkt abonnieren, auf die Glocke hauen. Dann verpasst ihr kein Video mehr unserer tollen Buchveröffentlichung. Juhu! So. Also ich habe die jetzt hier klein geschnippelt. Das waren ungefähr 150 Gramm, Pi mal Daumen. Und dann verteile ich die jetzt einmal mal auf unsere Gläschen. Und dann machen wir das Mousse. Ist auch was man super vorbereiten kann. Ne? Ja, total. Also wenn man Gäste hat oder sowas. Ja, oder einfach im Kühlschrank. Ja, genau, das ist auch geil. Da kannst du sagen, so, wir machen jetzt hier einen Vanillemousse mit Erdbeeren. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel ein bisschen skeptisch ist, was ketogene Ernährung angeht, dann sagst du denen das gar nicht. Die denken sich, oh, was für ein geiles Dessert. Dann sagst du, ach, das war Keto. Genau. Dann denken die so, hä, das war Keto? Genau, das ist tatsächlich richtig cool, genau. Ja. So, dann haben wir das jetzt mal aufgeteilt hier. Eine Sache, die ich jetzt noch fragen wollte. Ja. Ketogene Ernährung, man muss schon dabei bleiben. Ne? Also, vielleicht können wir mal ganz kurz darüber sprechen, was passiert, wenn ich jetzt, sag ich mal, immer mal wieder Keto esse? Oder warum ist es ratsamer, sich für diese Ernährungsform wirklich isoliert zu entscheiden in dem Moment? Also zum einen ist es natürlich nicht einfach nur was man ab und zu mal macht. Das ist eine konsequente Ernährungsumstellung. Das heißt, wenn man das macht, sollte man es auch vor allem über einen längeren Zeitraum machen. Gerade wenn man, wie viele der Leser dieser Bücher und meiner Follower auch haben, das Ziel abzunehmen. Und da muss man einfach eine gewisse Zeit am Ball bleiben, um auch die positiven Effekte der ketogenen Ernährung zu bekommen oder zu spüren. Also es dauert einfach ein paar Monate, bis man wirklich fettadaptiert ist, sprich, dass der Körper wirklich effizient in der Fettverwertung wird und das eigene Körperfett abbaut. Und da muss man halt einfach wirklich am Ball bleiben, das konsequent machen. Dann wird man auch erleben, dass man mehr Energie hat, dass man besser schläft, dass die Haut sich verbessert, man vielleicht weniger Infekte bekommt, weil das Immunsystem gestärkt ist. Also sehr viele Vorteile, die man hat, wenn man es halt langfristig macht. Man kann natürlich auch mal hier und da so einen kleinen Cheat Day, ne, haben, wenn man irgendwie mal nicht standhaft bleiben kann. Das ist okay, wir sind alle nur Menschen, also das kann mal passieren. Wichtig ist aber, dass man dann den Wiedereinstieg schafft und nicht dann irgendwie nach dem einen Ausrutscher alles über den Haufen wirft, weil sonst hat man auch das Gewicht, was man verloren hat, relativ schnell wieder drauf und das wäre jetzt nicht so gut. Genauso, wenn man jetzt eben nicht jeden Tag Keto macht, sondern nur mal hier und da, ist das völlig okay. Man kann wirklich die Rezepte auch jederzeit kochen. Nur wenn man jetzt regelmäßig Kohlenhydrate dazu essen würde, dann würde es sicherlich irgendwann auch ansetzen. Also entweder lieber so ein ganz oder gar nicht Prinzip wäre eigentlich besser. Und wie gesagt, ab und zu mal so ein Cheeseburger oder auch so eine Hotdog-Pfanne kann jeder gerne mal genießen. Aber es ist eben sehr fettlastig, sehr kalorienlastig. Und wenn man ein bisschen auf die Figur achten möchte, sollte man das konsequent machen. Hilfreiche Tipps dazu, auch aus wissenschaftlichen Aspekten, bekommt ihr in Keto Rockt und eben in Dina Strickers neuem Buch Keto Quick. Greift dazu, lest da rein. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch immer Dina schreiben und sie beantwortet gerne Fragen zur ketogenen Ernährung. Genau. Und Vanillemousse. Jetzt haben wir die Erdbeeren schon im Glas. Wie geht es denn weiter mit jetzt der Sahne? Jetzt wird es laut. Ich muss jetzt einmal das Eiweiß steif schlagen, und zwar bis es Spitzen zieht. Das machen wir jetzt einmal mit meinem schönen Mixer hier. Geht auch schnell. Das sieht gut aus. Also, ne? Jetzt haben wir hier schon einen schönen Eischnee. Und jetzt ohne große Komplikationen lassen wir einfach alles, wie es ist. Wiegen jetzt einmal 150 Gramm Sahne ab. So. Ja, ein bisschen mehr schadet nicht, ne? Das sagst du jetzt. Und dann haben wir noch. Ach, die Drops müssen wir noch da rein. Kevin, sag doch was. Die Drops. Du musst die Drops noch reinmachen. Ah, cool. Es ist dein Rezept. Also wie viele Drops muss ich denn reinmachen? 10. Magst du mir das mal? 10? 10 Stück. Hm. Dann machen wir die mal da rein. Hallo. Neue Flasche. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 11. Gut. So, jetzt haben wir hier ein bisschen geschlabbert. Ihr seht, Frau Stricker macht die Regeln einfach, wie sie will. Ja. Ja. Punkrock nennt man das auch. Punkrock? Okay. Punkrock-Style. Ja, es muss ja auch nicht immer alles fancy sein. Das stimmt. So, jetzt mach mal die Sahne mit dem Tasty Drops. Das ist ja das Schöne in deinem Buch auch. Ne? Also du achtest auch darauf, dass es für alle machbar ist. Total. Weil im Endeffekt sind wir alle ja nicht... Also guck mal, man kann auch mit einfachsten Mitteln. Das ist ja jetzt nicht teuer, was wir jetzt hier haben. Also es ist verhältnismäßig vom Budget her eine Küche, die man sich auch leisten kann, und die trotzdem gesund ist und Spaß machen soll. Genau. Ne? Also und schmeckt. Und schmeckt, genau. Das tut das sie. Hilft auch. Ja. Genau. Kurz gucken. Das sieht doch ganz gut aus. So. So muss das. Und jetzt heben wir den Eischnee unter die Sahne unter, damit das Ganze so eine mussige Konsistenz gibt. Könnt ihr einen Spatel auch nehmen, wenn ihr habt. Ich finde, damit kann man auch wunderbar angeben. Ne? Wenn man jetzt, ich meine, so eine Mousseherstellung, die kann ja auch sehr langwierig sein. Mhm. Ihr seht jetzt eine sehr schnelle und einfache Umsetzung der Idee einer Mousse. Aber wenn ihr da natürlich zu Hause so ein bisschen nach dem Essen mal angeben könnt, schaut mal hier, ich habe eine Mousse gemacht. Mhm. Kommt immer gut. Kommt immer gut. Ich habe ja auch noch eine Schokomousse im ersten Buch, ne? Und jetzt wollte ich euch diesmal halt eine Vanillemousse bieten, weil dann habt ihr noch mal ein bisschen anderen Geschmack. Die Schokomousse haben wir ja auch mal gemacht. Mhm. Verlinke ich mal hier oben mit der Gerne. Karte. Gute Idee. Schaut ihr da direkt auch nochmal rein. Mhm. Ich habe es, glaube ich, genau andersrum gemacht. Normalerweise macht man eigentlich den Eischnee in die Sahne. Ich habe es jetzt andersrum gemacht. Funktioniert aber auch, sehe ich gerade. Ja, kommt eh alles zusammen. Das ist, weil du so viel geredet hast, war ich so unkonzentriert. Ja, also das ist immer so. Die Schuld liegt bei den anderen. Richtig. Hinlänglich bekannt. Ja. Nein, aber also du weißt natürlich, dass das auch so geht. Ja. Dann hauen wir das da schön drauf. Ich habe jetzt nicht ganz so große Gläschen genommen. Also man kann natürlich auch einfach mal ein größeres Glas nehmen. Oder ich habe doch zu viel Erdbeeren genommen, man weiß es nicht. Könnte ich denn so als Idee, also wenn man es wirklich fancy haben möchte, auch eine echte Vanilleschote reinziehen? Ja, auf jeden Fall. Also, das geht also die ist Keto? Absolut. Super. Ja, also die kann man auf jeden Fall. Hat ja jetzt nicht jeder diese Drops. Also es ist nur die Idee, diese Tasty Drops zu nehmen. Genau, dann würde ich einfach vielleicht ein bisschen Erythrit reinmachen. Und also ein bisschen Süße braucht man ja schon. Und dann eine richtige Vanilleschote, sieht auch schöner aus. Ist ein bisschen bitter, ne, wenn du die jetzt natürlich so isst. Deswegen. Aber okay. Dann hat man auch diese schönen Vanillepünktchen da drin, dachte ich. Genau, so. Natürlich wie auf dem Bild. Da ist nämlich eine echte Vanilleschote tatsächlich drin. So, jetzt machen wir das. Leider nicht die gesalzenen, wie gesagt. Na, das Salzige, das Süße zusammen ist natürlich immer so ein bisschen, finde ich halt ganz geil, ne? Deswegen. Oh mein Gott, was nicht gibt, gibt's nicht, ne? Und wir mussten jetzt mit dem arbeiten, was wir kriegen konnten. Deswegen. Man kann natürlich auch noch ein bisschen Pistazien über die Erdbeeren geben. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht, weil vergessen. Kevin ist wieder schuld. So. Aber sieht ja auch so hübsch aus, ne? Ja, so. Absolut. Das Vanillemousse mit Erdbeeren aus Keto Quick. Ein absolut empfehlenswertes Buch bei uns aus dem Hehl-Verlag. hehl-verlag.de im Shop zu bestellen, versandkostenfrei und auf Rechnung. Wir werden uns das jetzt gehörig gönnen. Und ich bedanke mich für die letzten, also 3 Wochen bei dir. Also sehr gerne. Nicht die letzten 3 Wochen sein, weil es ist auch nicht das letzte Buch von Dina Stricker bei uns, glaube ich. Hoffentlich nicht. Aber wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen. Cheers. Immer viel Spaß mit Keto Rott und Keto Quick. Und ja, bis zum nächsten Mal hier auf den Social Media Kanälen vom Hehl-Verlag. Lasst es euch schmecken. Dankeschön. Sehr gerne. Ciao.